Und weiter geht's bei Let's Play Anno 1404. Mit meiner kleinen Stadt hier. Kaiserdom-Versuch. Dann wollen wir mal da fröhlich weitermachen. Ist gerade aufgefallen, dass da noch ein, zwei Gebäude gefehlt haben. Was ist denn da los? Ah. Auf jeden Fall, als Gebäude haben noch gefehlt. Sollten wir jetzt drin haben. Schauen wir mal. Ja, eben da könnten noch Kapellen hin, aber ja. Was soll's, ne? Let's feed the beast. Wir haben auch schon die erstbesten höheren Spackos angesiedelt. Patrizia nämlich. Und die brauchen wir Brot, genau. Deswegen schauen wir mal, wie schaut es mit Brot aus. Drei Stück Brot. Ich glaube, in der Handelsroute habe ich das Aschen drin. Sehr schön. Den Kilo weiß Bewohner rein. Das ist auch schön. Schaut es da aus? Ja. Heute habe ich auf dem Bazar besonders viele Kamele verkauft. Hast Kamele verkauft. Und dann bin ich beruhigt. Ich sollte da vielleicht mal die Stoppuhr starten. Geht doch. Und wir werden uns jetzt mal um den Orient kümmern heute. Wir brauchen nämlich Besitz und ein Badehaus. So. Teppich brauchen die Lappen. Und was brauchen wir für Teppich? Da brauchen wir Indigo und Seide. Für Indigo und Seide. Das wäre eigentlich die ideale Insel gewesen für den Orient. Aber naja. Schauen, was gibt's da? Naja, Indigo und Seide, aber die ist schon besetzt, die Insel. Das heißt, wir werden einfach mal auf. Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Mach mal. Auf jeden Fall, ja. Schauen wir mal, da ist die Topaz. Wo ist mein Flaggschiff? Orient Express. Dann das Handelsschiff. Da ist das Flaggschiff. Okay. Das ist mein Flaggschiff. Kann ich etwas? Was und ob du was für mich tun kannst, auf jeden Fall. Ich habe außergewöhnlicher Wein. Ein gutes Geschäft. Werden wir da jetzt mal schnell Holz aufladen. Und für die Orientalen da Ressourcen zum Glauben. Okay, Quarz wird da schon produziert. Und mehr können wir noch nicht machen, okay. Ja, im Endeffekt bleibt uns eigentlich nichts übrig zum Bauen. Oder haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Wenn wir dann einfach da mal weiter die Brotproduktion dabei weitermachen. Oder Werkzeug. Why not both? Haben wir both. Dann bauen wir mal Kohle. So. Kohle hätten wir schon einmal. Dann wieder Stein abbauen, dann noch Eisen abbauen. Und dann mal den ganzen Mist auch noch zusammenschmelzen. Und dann auch ordentlich Werkzeug daraus produzieren. Sehr schön. Ja, das ist da auch mal fertig. Fehlt eigentlich nur noch mehr Brot. Ja. Der dürfte sich dann freuen eigentlich fürs Brot. Ja, 12 Laib Brot. Für ein einziges Haus. Das reicht. Bier können wir noch nicht machen, da haben wir noch zu wenig Patrizia. Das Flaggschiff ist inzwischen hier. Dann mal zum Holz ein. Vermutlich müssen wir dann irgendwie da runter. Dann haben wir noch eine kleine Kaufmannskogge zum Schrauben. Große Werft. Kleine Werft. Kleine Kaufmannskogge. Bauen wir mal eine. Die wird nämlich dann unten für den Orient das Versorgungsschiff sein. Ja. Schaut doch mal da eigentlich alles ganz gut aus. Das kann man eigentlich nicht weiter rausziehen, oder? Nein, kann man nicht. Aber das dann machen wir wieder auf. Den Reiter da. Okay. Das passt schon einmal. Da haben wir eigene Werkzeugproduktion, ja. Aber ob die eine reichen wird, weiß ich jetzt nicht. Da werden wir einfach nur eine zweite machen. So.
Dann klatschen wir da nochmal einen Köhler hin. So. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Sehr gut. Das sind gute Neuigkeiten. So, eine Schmelze und jetzt kommen die Werkzeugschmieden. Da bräuchten wir jetzt noch eine. Schauen wir mal, wie schnell wir noch alle zusammenkriegen. Wie schaut's aus? Ein Eiland. Oh, nicht gut. Ich glaube, wir Eiskold da auch noch auf Kummerbach an Land gehen müssen. Also, dass wir uns die Insel teilen. Mehr oder weniger. Land in naja. Sicht. Hilft ja nix. Abgeschlossen. Super, das Schiff haben wir auch. Und komm, ein Werkzeug noch, dann bin ich zufrieden. So. Und komm, gute Insel. Boah. Ist jetzt aber nicht ganz schlecht. Wo ist mein Schiff hin? Hat jemand mein Schiff gesehen? Gibt's denn nicht? Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Stadt. Ja, die Möwe eigentlich da, wo sie ist. Wo wollen die hin? Schafsbruck. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Sehr gut. Unternehmt doch endlich vorgeplant etwas, haben wir schon, bevor ja. hier alles den Bach hinuntergeht. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. No. Oha, okay. Dann werden wir mal abhauen. Da brauchen wir erst einmal ein kleines Kriegsschiff dafür. Beziehungsweise fahren wir mal zum Hafen rein. In Garibaldi. Das ist ja keine gescheite Idee. Lass mal den Scheiß lieber. Schießen wir jetzt erstmal in unseren eigenen Hafen. Die kleine Kaufmannskogge werden wir mal ausrüsten mit Baumaterialien. Ja, so. Was soll's, ja. Da haben wir uns zu Kummerbach zur Wehr. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Aber wir brauchen ein kleines Kriegsschiff, oder? Am besten wäre ich ein großes Kriegsschiff da. Großes Kriegsschiff. Brauchen wir aber Kiloreis Adelige dafür. Kleines Kriegsschiff brauchen wir Waffen dafür. Dann schrauben wir uns doch eine Waffenschmiede zusammen. Wenn wir denn den Stein dafür hätten. 8 Stein. Na komm. Na komm. Genug Stein. Sehr schön. Dann bauen wir mal da 3 kleine Kriegsschiffe. Das Schiff ist unterwegs, jawohl. So. Regt ihr nicht auf. Haltet ein. Noch viel. Schauen wir mal, ob uns das sogar den Vertrag mit dir zerreißt, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Wie viele Felder haben wir da dran? 5 Seidenfelder. Okay. Also, dann machen wir da jetzt. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Plantage und Indigo auf der anderen Seite. Dann wäre es 5 Felder. Eine Produktion kommt ja. zum Erliegen. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Schauen wir mal. Seidenplantage und dann nochmal Indigo-Plantage. Dann bräuchte man Nore natürlich auch noch. Stellen wir da einfach Nore hin und ja, da auch noch eine. Und nochmal Straßenverbindung rein. Und dann noch die Felder dran. Jawohl, da auch. Na. Jetzt brauchen wir eigentlich noch Teppichknüpfer rein. Fehlt uns dann ein Holz, naja, auch nicht so schlimm. Das bringen wir nach, auf jeden Fall. Und erstellen Orient Express 2. Na, das ist nur Orient eigentlich. Orient 1. Ihre Bevölkerung hat nichts anzuziehen. Ja, scheiße, ne? Wenn die nackert rumlaufen müssen. So, die Ulysses. Mit Loseiern. Ein Mitspieler übernimmt einen freien Ratssitz.
Da fehlen Klamotten, okay. Mehr Leinenkutten. Na denn? Welches Bauvorhaben plant ihr? Derzeit was zum Anziehen, mein lieber Kollege aus dem Orient. Weil die da nämlich sonst ein bisschen interessant rumlaufen werden. Was baust du so? Gib doch mal keine Antwort drauf. Freundlicher Kollege. Ich helfe euch gerne aus. Ja. Schafsbruch, ich glaube, da sollten wir das mit dem Werkzeug kaufen lassen. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Ja, ja. Wir sollten es sogar definitiv lassen. Das tun wir mal ausbauen. Das Teil auch. So, wir brauchen zwei Webereien. Wieder. Okay, das passt jetzt auch. So, mit meinem Flaggschiff werden wir da noch ein bisschen Holz runter transportieren. Das schaut schon nochmal gut aus. Schauen wir mal, der hat eigentlich jetzt genug Ressourcen. Sollte auch passen. Sehr schön. Die dürfen eigentlich mit allem so völlig zufrieden sein. Das ist voll. Also da, das ist voll. Ja, passt. Datteln werden wir vielleicht noch eine Plantage brauchen. Wenn wir das dann größer machen. Okay. Und die da. Und Klamotten, dann ist alles okay. Steigen trotzdem weiter auf, glaube ich. Dann können wir mal wieder was ordentlich was vergeben an Aufstiegsrechten. Da geht das sonst überhaupt nichts weiter. Okay, das passt schon einmal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wo denn? Steinmetzhütte. So, wenn die Lager voll sind, 120, okay. Dafür ist das, was uns fehlt, Werkzeug, ja. Schön. Meine Flotte übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig meine Berichte. Lukrativ in jeglich. So, jetzt bauen wir noch eine zweite Kupferei. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken. Doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Ja, super. Das war nichts anderes als Angeberei. Da werden wir das mal lassen. Okay. What the actual fuck? Geht denn da ab? Ja, jetzt hau ab. Dran, wenn man in da der Orient-Siedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Toll, Wandemarke sind deren ist jetzt vor uns, was das angeht. Das macht mir aber nichts. Hat uns der Lappen da angegriffen? Ich halte es nicht aus. Wo ist mein Flaggschiff? Da müssen wir gleich mal... Oh, super, der ist bis jetzt nicht... aufgedeckt, das ist... Ihr werdet wieder von mir hören. Der ist bis jetzt nicht aufgedeckt, ja. Wie viele Waffen haben wir denn überhaupt? 2 Tonnen Waffen. Okay. Ja, der Hafenturm steht einmal da, ja. Naja. Was soll's, ne? Dass der Typ uns da einfach angreift. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Oder ist der Korsar ist. Ein gutes Geschäft. Das ist auch eine schöne Insel. Und nicht die Insel, in die ihrer ich Siedlung gesucht mangelt habe. Es an Kleidung. Ich brauche einen Lederwämser. Immer noch. Produzieren wir eigentlich eh schon die wahnsinnigen 4 Tonnen, 5 Tonnen.
Einmal speichern, das muss man natürlich auch machen. Spiel gespeichert. Puh, 4 Tonnen, 5 Tonnen, 6 Tonnen, 10 Tonnen. Der Bogen ist endgültig überspannt. Was zipfer denn, Hummer? Worum geht es? Ja, Vandemark. Genug. Ach Mensch. Das war sehr ungut von ihm. Ich. Der Verkauf, der toll. Gerade am Überlegen, wie mit dem Vandemark da irgendwie. Salam aleikum. Ins Reine kommen könnte. Land voraus! Das ahnet das Nest vom Korsan. So, das nervt mich heute habe ich auf dem Bazar besonders viele Kamele verkauft. Schön für dich. Da brauchen wir Mosaik für. Was brauchen wir für Mosaik? Quarz und Ton. All diese Bettler auf den Straßen. Habt ihr schon an den Bau eines Hospitals gedacht? Tatsächlich ja. Hospital. Ah, natürlich. Armenhaus, bitte sehr. Wie ihr euch um uns kümmert, wird's mir ganz warm. Eine Insel wurde ausgemacht. 0 von 500, ja. Okay. Und 4 von 8 haben wir. 500 Bettlacke mal zusammen. Ja, ist doch. Ein gottgefälliges Wort. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Oh, das ist schade, und da ist eine Karawanserei. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Oh, das ist praktisch. Das ist gleich da. Oh, das ist echt super praktisch gewesen jetzt. So von der Mission her. Ne, schön. Armenhäuser haben wir auch in der Stadt. Das heißt, wir haben Speichern. Danke fürs Zuschauen sagen. Und ja, dann eigentlich nur noch bis morgen. Oder bis zum nächsten Teil halt. Ja gut. Servus.